Hallo und herzlich willkommen zurück bei F1 2020 My Team. Ja, nachdem das letzte Rennen und das Qualifying nicht so gut liefen in Frankreich, kommt jetzt Österreich, meine Lieblingsstrecke. Also ratet mal, welche beiden Strecken ich bisher am besten finde eigentlich und wo nur Regen kam. Wenn man das hier auch gerade sieht, im Qualifying wird es nämlich leider regnerisch. Ja, richtig geraten. Kanada und Österreich. Yeah. Genau die beiden, die ich sehr gerne mag, da kommt Regen. Woanders nicht. Übrigens kam ein neuer Patch jetzt und es wurde einiges gefixt. Dieser Jesus sozusagen bei Australien wurde gefixt und viele andere Sachen. Und vor allem auch, manche haben ja die Probleme, dass man einfach disqualifiziert wird, obwohl man genügend Reifen genommen hat. Das soll alles gefixt sein. Naja, ich hatte irgendwie auf einmal einen anderen Charakter. Der war auf einmal schwarz und so, aber das war nur eine Kleinigkeit, konnte ich wieder ändern. Ein paar Pitcoins habe ich verloren. Ich hatte eigentlich 3000, jetzt habe ich nur 500. Ich habe nichts ausgegeben. Naja, gut. Ja, ich werde die ganze Zeit so bleiben hier. Eigentlich habe ich gedacht, es wird noch mal ein bisschen trocken, aber nee. Ja, nach dem Qualifying. Im Rennen wird es nämlich trocken. Also kann man auch nicht so richtig auf ein nasses Setup setzen, sondern fährt einfach so ganz normal. Das können wir dann schon mal runtersetzen. Auch fürs Rennen. Ist okay. Ja, wir ziehen sollten ein bisschen mehr mitnehmen. Bisschen länger fahren, ne? Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Fertig, bereit. Kein Handschuh hier. Es gibt so viele Dinge, die man hier machen kann. Oh, ich weiß noch nicht. Fahre ich auf Maximum? Fahre ich auf... Ich muss jetzt mal gucken. Wir fahren vielleicht erstmal auf Mager Sprit. Ich weiß es nicht so. Wie sich das entwickelt hier. Leider haben wir auch gerade so Verkehr. Weiß man nicht, wie schnell der ist, Hamilton. Keine Ahnung. Ein bisschen Abstand können wir nehmen. Kommt schon Renault. Dass es besser ist hier, weiß ich nicht. Ja, komm, wir versuchen einfach alles. Die machen es wahrscheinlich auch. So viel Regen ist es nun auch nicht. Jetzt am Ende doch noch mal ein bisschen trocken. Das weiß man hier aber nicht. Kann sich auch schnell anders entwickeln.
war anscheinend noch nicht so gut, aber wir haben am Anfang auch noch nicht ganz alles vollgestellt. Weder Hotlap noch Maximum. Also haben wir da im ersten Sektor sowieso richtig fast verloren. Wenn man jetzt auch schon ein bisschen sieht. Der Schläger war jetzt nicht gut, aber man kann damit tatsächlich ganz gut fahren, weil wenn es nicht zu viel regnet, vielleicht dürfen wir auch nicht zu sehr aufholen hier auf Ricardo. Das geht sich in dieser Runde noch gut aus. Unter gewissen Umständen ist, glaube ich, auch Magergemisch oder Standardgemisch besser, aber wir müssen wahrscheinlich mehr regnen. So will ich das sehen. So will ich es nicht sehen, natürlich. Ja, komm, laden wir mal ein bisschen auf. Hier fahren wir mal eine komische Runde. Ein bisschen langsamer. Können auch mal noch reinfahren irgendwann. Und nochmal neue Reifen nehmen, das gibt natürlich auch. Egal, hier so von der Pole und dann mal das Rennen ist trocken. Also ich glaube, hier ist es nicht mal mit diesem Wagen ausgeschlossen zu gewinnen. Wir sind zwar auch geraden, aber hier sind es nicht so krasse geraden. Das können wir schaffen. War es noch? Soll den Morgen nicht vor den Abend rufen, ne? Also muss lieber noch den Abend abwarten. In dem Fall das Ende des Qualifiers. Wieder ein bisschen aufgeladen. Ja, wie lange kommen langsam dahinter? Das war jetzt größte Eisenbahn. Ein bisschen lange gebraucht mit Einstellen. Erster Sektor geht noch einiges, wie man sieht. Sein, dass die Strecke immer trockener wird. Also weil es sich so krass regnet und weil man eher was wegfährt, so die ganzen Autos, das weiß ich nicht. Siehste? Einiges war. Wie es um viel geht, weiß ich nicht. Oh, die Reifen sind noch nicht verschlissen. Das war halt eine sehr gute Runde und das hier wird so kein. Standard probieren zum Beispiel. Danke, aber ich fahre eh nicht so schnell, Kollege. Also dieses Spiel geht bei mir auch was im Regen. Das ist sehr gut. Selbst mit egal welchen Sprit. Selbst mit so einer mittelmäßigen Karre. Frankreich wurden ja viele Schwächen offenbart. Aber was man auch sagen muss, hätte ich ein besseres Timing gehabt und den siebten Platz hätte ich im Qualifying noch mitnehmen können,
dann wäre ich ja automatisch in den Top 10 gewesen, hätte ich automatisch auf Rot gestartet, wäre alles vielleicht besser gewesen, wäre nicht kaputt gegangen, hätte ein bisschen besseren Speed gehabt, als wir das da hatten. Und dann wären wir nicht 15. geworden, dann wären wir vielleicht wenigstens noch eine Punkte gewesen. Und wenn es nur 10. oder 9. gewesen wäre, aber besser als nichts. Schon ärgerlich im Nachhinein. Also da lief ja nicht alles gut. Jetzt haben wir freie Bahn. Mit 10 kommst du ja auch nicht weit. Und ja, weißt du, was das Wetter macht? Wetterbericht. Wir haben weitere 5, vielleicht 10 Minuten Regen vor uns. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Nehmen wir uns neue Reifen. Bisschen weniger Sprit und so. Also, wenn es jetzt nicht krass. Na gut, es regnet jetzt noch weiter, dann fährt keiner. Aber gleich werden dann wieder welche fahren. Also, es könnte noch ein bisschen schneller werden. Vielleicht fährt man hier noch eine 1.12 oder so. Wenn es noch ein bisschen trockener wird. Vielleicht wird es auch noch ganz trocken. Dann muss man gucken, dass man dann auch draußen ist mit den richtigen Reifen. Man kann auch mit, wenn es nur ein bisschen feucht ist, kann man ja auch mit Trockenreifen fahren. Dann ist immer wieder DRS offen und so. Er sagt zwar 10 Minuten oder so und mal gucken. Also wir müssen echt aufpassen. Hier sagt er natürlich noch, dass es ganz Qualifying noch regnet. Aber das muss nicht so sein. Und auch eine Viertelstunde auch noch. Aber das kann sich immer ändern und das kann auch echt wenig sein. Hä, warum habe ich denn schon 2? Ach, den habe ich einmal im Training benutzt. Stimmt. Okay. Wenn du Informationen zur Reifenabnutzung oder einem Schaden aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Reifen- und Schadensbildschirm zu navigieren. Mehr als das hier brauchen wir auf jeden Fall nicht. Beste Sektor 3 hat aber Bottas zum Beispiel. Okay. Sektor 2 sind wir klar am schnellsten gefahren. Sektor 1 nur knapp. Verstappen, Leclerc, Bottas, Vettel fast identisch mit uns. Albon und Hamilton auch nicht weit weg und Sainz und Raikön. Wir haben nur noch einen Satz frische Intermediates übrig. Ich weiß. Nur weil wir in Sektor 2 sehr gut sind, stehen wir hier gerade auf Pole. Okay, da wird sich wohl keiner mit Trockenreifen wagen. Es wird, glaube ich, trockener, aber so trocken natürlich auch nicht. Wenn es jetzt gar nicht mehr regnen würde, dann könnte man kurz vor Schluss rausfahren und könnte es riskieren vielleicht. Aber so, es regnet ja nur. Weiß nicht, ob sich das hier immer aktualisiert oder nicht. Ah, das wird wohl nicht mehr trocken, ne? Noch 5 Minuten in dieser Session. Wir könnten bei 2 Minuten auch noch natürlich rausfahren. Oder bei 4 Minuten ungefähr. Wenn wir noch ein paar Runden haben. Ja, wir sogar noch 3-4 Runden ungefähr. Oder ich rechne wieder falsch, ich weiß es nicht. Drei, 15 vielleicht, 2 Minuten dann so.
Weiß ich auch nicht. Was fahren die denn so? Sainz und Ricardo. Okay, na gut, die sind noch weit weg, aber die haben sich wahrscheinlich verbessert, ich weiß es nicht. Komm, fahr mal. Alles fertig, wir sind bereit. Ich rechne sowieso wieder falsch, aber ich möchte natürlich mehr als eine Runde fahren. Ich möchte nicht in Verkehr kommen, aber ich weiß nicht. Das ist auch viel zu nass für Trockenreifen. Aber es ist trotzdem relativ viel Griff, ich weiß auch nicht. Aber ich komme nicht einer in eine Minute rausgefahren und wagt es auf Trockenreifen. Aber gut, dann kann das ja auch richtig in die Hose gehen. Mehrere Qualifies gegeben hätte, dann wäre es glaube ich anders gewesen. Abtrocknen und so, dann hätte man irgendwann vielleicht auch auf Trocken fahren können. Sozusagen spätestens in Q3, so schätze ich mal. Ist auch nicht so nass auf Start und Ziel. Der McLaren bleibt drin, wa? Ricardo kommt schon wieder raus. Wir sollen uns bloß durchlassen hier. Schnell bin ich gerade nicht. Ein bisschen Verkehr natürlich. Aber nur ist, glaube ich, Sainz dort drin. Ob das so schlau ist. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Es ist wieder nasser geworden, auf jeden Fall hier. Das bei weitem nicht abgetrocknet ist. Es hier ein bisschen aus, nicht schlecht. Und besser sind die exakt und drei. Jetzt geht vielleicht noch was. Durch den Quersteher war das jetzt wieder ein bisschen zunichte. Da hinten kommt schon mal nicht mehr über die Linie. Andere fahren natürlich jetzt noch. Auf 2. Trocken, das merkt man. Wir verbessern uns auch noch. Ja. Rot-grün. Okay, wieder. Großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Ja. Ist das unser erster Pole? Auf diesen Schwierigkeitsgrad meine ich, weiß ich es nicht.
Ein neues Level. Die Pole hätten wir auch mit der alten Zeit geknackt, oder? Weiß ich jetzt nicht. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Der Professor, Bottas und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Sainz ist vor Albon aber zumindest. Unser Rivale Vettel ist nur 5, ist okay. Teamkollege ist ganz hinten. Oh Gott, die müssen unbedingt auswechseln. Hier hat sich nichts getan. Yeah. Damit trocken. Da bin ich eigentlich generell noch stärker, aber darf ich nicht den Start völlig verkacken? Das ist schon mal gut, ja. Ein Punkt gewonnen. Aber steht immer noch 5-8. Teamanerkennung wird wieder steigen. Oder? Jo. Ganz knapp. Ist das Rennen trocken. Aber im Regen geht auch viel hier, finde ich. Ich habe einige Schwächen echt abgelegt. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ich gewinne mit meinen, ja, der sagt auch nicht viel, so weil er mich vertraut. Ja, es ist sowieso, ja, das weiß ich. Also ich bin mittlerweile in diesen Spielen in allen Bereichen gut, von Speed her, im Regen gut und so. Strategisch, na gut, das könnte man sich noch verbessern. Und Start, das sind die Schwächen, aber es sind weniger Schwächen geworden. Hier sind wir also, es ist Renntag in Spielberg, hier beim diesjährigen Großen Preis von Österreich. 2019 sah man hier auf den Tribünen ein Meer von roten Mützen im Andenken an den großartigen Niki Lauda, der hier natürlich auch einen Heimsieg feiern konnte. Das war das Jahr 1984. Auch heute sind wieder alle Plätze ausverkauft. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit 7 Rechts- und nur 3 Linkskurven, aus denen die 10 Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren, es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Können wir über Mercedes reden? Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der Professor startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Leclerc, Verstappen, Sebastian Vettel und Hamilton, Sainz, Albon, Ricciardo und Lance Stroll, Raikkonen, Norris, Dani Quert und Magnussen, Giovinazzi, Ocon, Sergio Perez und Romain Grosjean, Gasly, Russell, Latifi und Juan Manuel Correa. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Okay, keine Strafen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Ich weiß auch, wozu ich fähig bin. Oh. Ja, aber Racing Point ist hier immer echt schwach. Also in echt waren die da ganz vorne fast. Die Strategie ist, glaube ich, gut hier. 10 und dann 8. Das sehe ich aber nicht. Gut, das könnten wir so machen, aber müssen wir mal gucken. Können auch anders machen. Kommt auf das Rennen an. Aber da unten, das brauchen wir nicht. 25% Rennen klappt eigentlich alles. Und im Regen klappt ja sogar mal eine Null-Stopp-Strategie. Was es hier auch nur bei 25% gibt. Naja. D
Der wäre sehr gut. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. So, Verbrennungsmotor und... Was war nochmal TL? Weiß ich jetzt nicht. Ach, Turbolader. Die sehen natürlich auch nicht so toll aus. Also, ich weiß nicht, wie man hier ohne Strafen in der ersten Saison auskommt. Das wird uns nicht gelingen. Frische Reifen, weil es ja geregnet hat. Hätte es auch gelb nehmen können, aber nee, den Fehler mache ich nicht nochmal. Weil wir müssen ein bisschen abbauen. Wäre gut, wenn wir vor Vettel ins Ziel kommen. Wäre gut, wenn wir vielleicht sogar gewinnen. Der übernimmt schon sehr früh, okay. Also drückt mir die Daumen. Es ist alles drin hier in Österreich.